nochmal. Ja. mal was anderes. Ja, schön. Apfelsaft statt immer Bier. Ich kann es nur empfehlen, holt es euch nach dem Spiel ab. Also ich hatte spontan gesagt plus 10, aber ich lasse mich auch auf plus 12 überreden. Ich wünsche mir einen Sieg und damit den Klassenerhalt und damit auch, dass wir weiterhin erstklassigen Basketball in Göttingen haben. Ich habe Spaß in der Halle und das ist eigentlich die Hauptsache. Ich bin Herz und Seele für Basketball und muss das haben. Ich gucke mir am Wochenende 3-4 Spiele parallel auf Fernsehen, iPad, Rechner, habe die Statistik da stehen. Guck mir das alles an und verfolge das, alle BG-Spiele und wenn immer ich kann, bin ich hier in der Halle und guck mir das vom Spielfeldrand natürlich mit den entsprechenden Emotionen an. Deswegen, Basketball ist für mich sehr, sehr viel. Es wäre natürlich schön als Sponsor, wenn wir unsere Wachstumsvoraussichten auch beim Sponsoring umsetzen können. Ja, das kann ich nur zustimmen. Ich kann natürlich nicht für andere sprechen, die das entscheiden, aber letztendlich ist das natürlich ein gemeinsames Wachstum. Wenn wir uns bis dahin quasi verdreifacht haben, wäre natürlich auch schön, wenn BG daran partizipiert. Aber nicht nur das, ich würde noch dazu hinzufügen, dass BG sich natürlich mit den anderen Sponsoren auch mitentwickeln muss. Und ein Grundstein für einen Erfolg in der Zukunft wurde hier damit auch gelegt, dass wir hier ein Trainingszentrum haben. Und insofern sind das traumhafte Verhältnisse, die allein schon zum Erfolg beitragen werden. Und wenn das finanziell auch noch dazu kommt und wenn das Team hier drumherum zusammen bleibt, bin ich sehr optimistisch, dass das ein anderes Level wird und dass wir vielleicht nicht mehr so Fahrstuhlmannschaft uns so wahrnehmen, sondern eher so Playoff-Mannschaft. Ja, wir waren jetzt vor ein paar Wochen, vorletzte Woche, bei unserem Sales-Meeting in Spanien. Und da kriegte ich dann mittags einen Anruf, ey, heute Abend ist Heimspiel BG. Seh mal zu, dass du einen Raum findest vor Ort, dass wir gucken können. Wir hatten und das angerufen. War Mahmut. Ja, das ist nämlich der Teil meiner Anekdote, sag ich mal, dass wir gemeinsam mit Herrn Reinhard Vogt, der bei uns im Vorstand für Marketing und Sales zuständig ist, im Prinzip die Firma zum großen Teil vertritt mit Herrn Kreuzburg. Er wollte natürlich das Basketballspiel gucken, Bremerhaven gegen Göttingen, wo es auch um die Wurst geht, um den Klassenerhalt, ganz wichtiges Spiel. Ich habe dann halt einen VPN-Tunnel aufgebaut, dass der Stream gelaufen ist über das Hotel-WLAN. Und dann kam es, wie es gekommen muss, das lief einwandfrei bis eine Minute vor Schluss und plötzlich reißt dieser Stream ab. Und Herr Vogt sagt schon, Mahmut, du spielst mit deinem Job, sieh zu, dass das hier wieder läuft, ich will das Spiel zu Ende sehen. Und ich habe alles gegeben. Nochmal irgendwie gestartet, gemacht, getan, dann war es wieder da und wir hatten dann 21 Sekunden zu spielen. Bremerhaven hatte den Ball und haben Spielzug gespielt, Dreier geworfen, der ging daneben, haben den Ball Rebound wieder geholt, wieder ein Dreier geworfen, der ging wieder daneben und ein drittes Mal und dann war dann auch das Spiel vorbei und dann waren alle so erleichtert, haben in den Seilen gehangen, Alarm geschwitzt. Das war schon der Wahnsinn und ja, so war auch die Stimmung, die ich von der Halle als Feedback bekommen habe. War für uns ein Riesenerlebnis, auch aus Spanien.